Gerade junge Menschen in ihren 20ern und 30ern haben immer mehr Herausforderungen damit, neue Leute kennenzulernen und tiefe Verbindungen aufzubauen. Sowohl wenn es um soziale Kontakte geht, als auch wenn es darum geht, einen Partner zu finden. Dabei sind erfüllende Beziehungen der größte Faktor für unser Glück. Es tut weh, sich einsam zu fühlen oder wegen einem Mangel an Optionen mit den falschen Menschen Zeit verbringen zu müssen. Dazu kommt, dass es schwer ist, eine Lösung zu finden. Die meisten Experten zum Thema Kommunikation setzen an der völlig falschen Stelle an. Die meisten Tipps, die man im Internet findet, helfen deshalb kein bisschen, wenn man wirklich tiefgehende Verbindungen knüpfen will. Vor kurzem habe ich mit meinem Team unser viertes Buch veröffentlicht. Das Buch heißt Einsamkeit – der radikal andere Weg, um bedeutungsvolle Verbindungen aufzubauen. Wir alle waren extrem überrascht, dass innerhalb der ersten 3 Tage knapp 1000 Bücher verkauft wurden. Immer mehr Menschen sehen sich nach einer Anleitung, um tiefe Verbindungen aufzubauen. Genau dafür ist dieses Video. Wir schauen uns 7 Regeln an. Beachtest du diese 7 Regeln, dann wirst du in der Lage sein, wirklich erfüllende Beziehungen aufzubauen. Egal wie schüchtern du bist, egal wie nervös du in sozialen Situationen bist. Lass uns anfangen. Regel Nummer 1. Sei ehrlich zu dir. Ich war früher ein Mensch, der vor seinen Problemen eher weggelaufen ist. Statt mich mit meinen Herausforderungen auseinanderzusetzen, habe ich sie durch Zocken und andere Dinge verdrängt. Aber das ist keine Lösung. Ein großes Learning von mir war, dass sich Probleme mit der Zeit fast immer vergrößern. Je länger man ein Problem ignoriert, desto größer wird es. Wenn du noch nicht das soziale Umfeld oder die Beziehung hast, die du dir wünschst, dann gestehe dir das ein. Vielleicht fühlst du dich sogar einsam. Das ist okay. Es ist nicht dein Fehler. Uns wird weder in der Schule noch sonst wo beigebracht, wie wir wirklich erfüllende Beziehungen führen. Dazu kommt noch, dass Social Media uns Menschen immer weiter voneinander entfernt. Was ironisch ist, wenn man bedenkt, dass Social Media sogar das Wort sozial im Namen hat. Es ist okay und wichtig anzuerkennen, wo du gerade stehst. Das ist der erste Schritt für Veränderung. Aber wenn du unzufrieden mit deinen Beziehungen bist, dann ist es nicht okay, das einfach so hinzunehmen. Das führt uns zu Regel Nummer 2. Regel Nummer 2. Gib dich nicht mit einem mittelmäßigen Sozialleben zufrieden. In einer 75-jährigen Harvard-Studie wurde herausgefunden, dass glückliche Beziehungen der Nummer 1 Faktor für ein erfülltes Leben sind. Dafür, dass Beziehungen so wichtig sind, geben sich viel zu viele Menschen damit zufrieden, sich immer weiter zurückzuziehen. Und mal ganz abgesehen von Studien, denke einmal an die schönsten Momente in deinem Leben. Ich wette, fast alle davon waren mit anderen Menschen. Beziehungen sind nicht nur wichtig für unser Glück, sondern auch für unsere Gesundheit. Soziale Isolation ist genauso schädlich wie 15 Zigaretten am Tag zu rauchen. Einsamkeit erhöht das Risiko auf Herzkrankheiten und Schlaganfälle um 30%. Chronische Einsamkeit kann das Demenzrisiko um 50% erhöhen und ist das zuverlässigste Anzeichen für ein erhöhtes Selbstmordrisiko. Krass, oder? Kurz gesagt, Einsamkeit ist Gift für Körper und Geist. Erfüllende soziale Beziehungen sind Balsam für deinen Körper und Geist. Wenn du also gerade nicht zufrieden mit deinen Beziehungen bist, dann solltest du dich nicht fragen, ob du etwas ändern sollst. Veränderung ist keine Option, sondern ein Muss. Für dein Glück und für deine Gesundheit. Die einzige Frage, die du dir stellen solltest, ist, wie du so schnell wie möglich etwas an deinem sozialen Leben ändern kannst. Dabei hilft dir die nächste Regel. Regel Nummer 3. Arbeite an der richtigen Stelle. Wenn wir besser mit anderen Menschen werden wollen, suchen wir normalerweise auch nach Kommunikationstipps. Wir fragen uns, wie kann ich ein Gespräch länger am Laufen halten? Oder wie spreche ich andere Menschen an? Diese Fragen sind nicht falsch, aber sie sind anfangs unwichtig. Du solltest eine Ebene tiefer gehen. Eine viel bessere Frage ist, was hält mich wirklich davon ab, selbstbewusst auf andere zuzugehen und tiefe Beziehungen zu knüpfen? Wenn du dir einmal Stift und Papier in die Hand nimmst und dir diese Fragen ehrlich beantwortest, wirst du eine Tonne an Erkenntnissen sammeln. Die meisten von uns haben eine ganze Reihe an Glaubenssätzen, die Gift für ihr Sozialleben sind. Typische Glaubenssätze sind, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, ich falle zur Last oder ich bin allein. Ich hatte einige dieser Glaubenssätze auch und sehe sie auch immer wieder bei unseren Klienten. Wenn man glaubt, dass man nicht gut genug ist, dann hilft dir kein Kommunikationstrick. Selbst wenn du gute Gespräche führen kannst, wird dein Gehirn immer wieder nach Gründen suchen, warum du nicht gut genug bist. In einem Gespräch wirst du dann vielleicht nervös und wartest nur darauf, wieder einen Fehler zu machen. Wenn du dich in einer Gruppe befindest, fühlst du dich unsicher, weil du nicht glaubst, dazuzugehören. Wenn du eine Person siehst, die du ansprechen möchtest, schießen dir sofort Selbstzweifel durch den Kopf. Das sind nur einige von vielen Beispielen, wie negative Glaubenssätze dich sabotieren können. Doch was kannst du dagegen tun? Dabei hilft die Regel Nummer 4. Regel Nummer 4. Erkenne deine Glaubenssätze. Ich möchte kurz eine Sache klarstellen. Ich bin kein spiritueller Guru. Das Thema Glaubenssätze könnte etwas spirituell klingen. Wenn du mich kennst, weißt du, dass alles bei Erschaffenlich neu darauf ausgelegt ist, Menschen in die Umsetzung zu bringen. Wenn ich über das Thema Glaubenssätze spreche, dann nicht, weil ich glaube, dass du einfach nur zu Hause sitzt, deine Glaubenssätze änderst und sofort alles besser wird. Wachstum ist immer mit Umsetzung und Diskomfort verbunden. Aber wenn man die richtige Anleitung hat und an den richtigen Stellen arbeitet, wächst man viel schneller und einfacher. Genau deshalb starten wir mit den Glaubenssätzen. Jeder von uns schnappt im Laufe des Lebens negative Glaubenssätze auf. Vor allem in der Kindheit. Ich selbst hatte eine ganze Menge davon. Negative Glaubenssätze loszulassen fühlt sich an, als würde eine Last von deinen Schultern fallen. Um negative Glaubenssätze aufzulösen, musst du sie zuerst erkennen. Oft sind unsere Glaubenssätze schon so tief verankert, dass wir sie selbst nicht einmal mehr bemerken. Frage dich darum bewusst, wie du über dich selbst denkst.
Weil es in diesem Video um soziale Beziehungen geht, hilft vor allem die Frage, welche negativen Denkmuster habe ich in Bezug auf meine Beziehung? Beispiele habe ich dir zuvor schon genannt. Hier noch ein paar weitere. Ich bin uninteressiert. Ich bin kein guter Gesprächspartner. Ich bin nicht attraktiv. Darum will niemand mit mir Zeit verbringen. Wenn du deine negativen Glaubenssätze löst, wirst du ganz automatisch tiefere Beziehungen aufbauen. Du wirst ganz automatisch selbstsicherer auf andere zugehen können. Du wirst dir selbst mehr vertrauen. Wie löst man Glaubenssätze auf? Regel Nummer 5. Baue positive Glaubenssätze auf. Dieses Thema ist sehr umfangreich. Ich gebe dir hier die Kurzfassung. Schritt 1 ist, deine negativen Glaubenssätze zu erkennen. Darüber haben wir gerade kurz gesprochen. Schritt 2 ist, deine negativen Glaubenssätze aufzuschreiben und zu hinterfragen. Schreibe hinter jedem Glaubenssatz, ob er wirklich stimmt. Ich bin nicht gut genug, kann zum Beispiel gar nicht stimmen. Dieser Gedanke ist viel zu unspezifisch. Du bist gut genug, um deine Arbeit zu machen, dieses Video hier zu schauen und vieles mehr. Du glaubst vielleicht nicht gut genug, in einem bestimmten Bereich zu sein. Aber auch hier frage dich, ob das wirklich stimmt. Schritt 3 ist, deine negativen Glaubenssätze durch positive zu ersetzen. Mit jedem Glaubenssatz geht ein Gefühl einher. Mit dem Glaubenssatz, ich bin langweilig, geht vielleicht ein Gefühl der Scham oder Unsicherheit einher. Änderst du diesen Glaubenssatz, dann ändert sich auch dein Gefühl. Immer wenn du denkst, ich bin langweilig, dann ersetze den Glaubenssatz einfach durch die Frage, warum bin ich interessant? Unser Gehirn ist darauf ausgelegt, Antworten zu finden. Wenn du dich fragst, warum du interessant bist, dann wird dein Gehirn ganz automatisch Antworten liefern. Antworten, die deinen negativen Glaubenssatz widerlegen. Das sorgt dafür, dass das Gefühl von Scham oder Unsicherheit einem Gefühl von Akzeptanz und Selbstsicherheit weicht. Glaubenssätze zu lösen erfordert etwas Übung. Eine komplette Anleitung dafür findest du in unserem Buch Einsamkeit. Ich habe es dir auf dem Button unter diesem Video verlinkt. Die Arbeit an deinen Glaubenssätzen hat noch einen weiteren Vorteil, über den wir noch nicht gesprochen haben. Sie hilft dir, dich selbst besser kennenzulernen und authentisch zu kommunizieren. Das führt uns zur sechsten Regel. Regel Nummer 6, authentische Kommunikation. Ein Problem bei vielen Kommunikationstricks ist, dass sie nicht authentisch sind. Es fühlt sich komisch an, diese Tricks anzuwenden und das merkt dein Gegenüber. Die authentische Kommunikation ermöglicht dir das genaue Gegenteil. Nehmen wir Felix als Beispiel. Felix hat einen neuen Job und spricht mit einer neuen Kollegin. Er ist nervös und will einen guten Eindruck machen. Normalerweise würde Felix versuchen, sich seine Nervosität nicht anmerken zu lassen. Er würde versuchen, einen lustigen Spruch zu bringen, um seiner neuen Kollegin zu zeigen, wie cool er ist. Wahrscheinlich erreicht er damit aber das genaue Gegenteil. Wir Menschen nehmen die Emotionen unseres Gegenübers wahr. Wenn Felix sich nervös fühlt, merkt seine Kollegin das. Wenn er dann auch noch versucht, die Nervosität zu überspielen, wirkt es einfach nur komisch. Felix entscheidet sich, authentisch zu kommunizieren. Er sagt zu seiner Kollegin, hey, ich bin Felix, heute ist mein erster Tag und ehrlich gesagt bin ich echt nervös. So viele neue Leute hier. Aber es freut mich sehr, dich kennenzulernen. So zu kommunizieren hat eine ganze Reihe an Vorteilen. Felix' Kollegin wird sehr wahrscheinlich beeindruckt sein, weil Felix den Mut hat, so offen zu sein. Dadurch, dass Felix so offen ist, gibt er seiner Kollegin die Erlaubnis, ebenfalls offen mit ihm zu reden. So entstehen tiefe Beziehungen. Zusätzlich wird sich Felix im Gespräch viel wohler fühlen. Er muss durch seine Offenheit nun nicht verzweifelt versuchen, seine Nervosität zu verstecken. Wenn authentische Kommunikation so gut ist, warum kommunizieren wir dann nicht alle so? Weil authentische Kommunikation Mut erfordert. Sobald du über deine Gefühle und deine wahren Gedanken sprichst, machst du dich verletzlich. Es kann passieren, dass dich jemand dafür auslacht oder nicht respektiert. Auch wenn das so gut wie nie passiert, haben die meisten Menschen genau davor Angst. Das führt uns zur letzten und wichtigsten Regel. Regel Nummer 7, Umsetzung. Alles, was du in diesem Video gelernt hast, ist wertlos, wenn du nicht umsetzt. Das ist kein Geheimnis. Aber trotzdem scheitern wir bei der Umsetzung. Was kann man dagegen tun? Laut einer Studie der American Society of Training and Development steigt deine Wahrscheinlichkeit auf Erfolg zu 10%, wenn du ein klares Ziel setzt, um 25%, wenn du dich bewusst entscheidest, das Ziel zu verfolgen und um 50%, wenn du einen klaren Plan hast, um dieses Ziel zu erreichen. Wir haben diesen Plan für dich erstellt. Und nicht nur das. Nachdem die erste Auflage von Einsamkeit in wenigen Tagen vergriffen war, haben wir endlich eine zweite Auflage drucken lassen. Aber wir verkaufen diese Auflage nicht. Nein, wir verschenken sie. Tiefe Verbindungen werden immer seltener. Einsamkeit, der radikal andere Weg, bedeutungsvolle Verbindungen aufzubauen, ist unser Beitrag gegen die Einsamkeitsepidemie. Über den Button unter dem Video kannst du dir das Buch kostenlos sichern. Ich bitte dich lediglich darum, die Kosten für Herstellung und Versand zu übernehmen. Einsamkeit ist kein dicker Wälzer voller grauer Theorien. Das Buch ist in Form einer Geschichte geschrieben, die Spaß macht zu lesen. Du begleitest Felix auf seiner Reise von einem schüchternen Menschen zu einem selbstbewussten Mann, der tiefgehende Beziehungen führt. In jedem Kapitel gibt es eine klare, leicht umsetzbare Übung für dich zu mitmachen, damit auch du über dich hinauswächst. Genau wie Felix.